Ich würde gerne anknüpfen an Professor Felbermayr in seinem Vortrag gestern Abend. Er hat an diesen berühmten Fukuyama-Moment erinnert. 1990, weil ich glaube, dass aus einem kurzen Rückblick auf diese Zeit der Kontrast besonders deutlich wird zu der Situation, in der wir uns heute in Europa befinden. Ich glaube, das war das Momentum eines großen demokratischen Aufbruchs, einer Bewegung für Freiheit und Unabhängigkeit. Das ist mindestens so wichtig, Unabhängigkeit in Mittelosteuropa und weit über Europa hinaus, bis zum Tiananmen in Beijing. Und dieser Aufbruch, ja, mit einem großen, auch historischen Optimismus, mit einer Grundstimmung von Zuversicht, die Vorstellung, dass diese Kombination von kapitalistischer Marktwirtschaft und liberaler Demokratie jetzt weltweit gesiegt hat und zu dem Modell wird, dem sich der Rest der Welt mehr oder weniger schnell annähern wird. Ende der Geschichte, das hieß ja nicht, alles bleibt, wie es ist, sondern es bedeutete, es gibt keine Systemkonkurrenz mehr. Das war der Kern dieser These. Und das hat sich als gründlicher Irrtum entpuppt. Ich komme gleich darauf. Aber in dieser Aufbruchphase mit der Idee des vereinigten und freien Europa war eben auch die Erweiterung der Europäischen Union möglich. Ein Prozess in zwei Stufen, 2004 und 2007. Insgesamt 10 neue Mitglieder. Und die Debatte um eine neue europäische Verfassung, vertiefte Integration. Und es ist kein Zufall, dass diese Entwicklung abgebrochen ist, genau in dem Jahr, das Professor Felbermayr gestern als den Endpunkt dieser liberalen Phase, die auch dann für die Weltwirtschaft galt, bezeichnet hat, nämlich 2008. Was ist passiert 2008? Das war die Finanzkrise. Und auch wenn man vielleicht keinen direkten ökonomischen Zusammenhang zwischen der damaligen Banken- und Staatsfinanzkrise und der Stagnation der Globalisierung herstellen kann, war dieses Jahr doch ein Bruchpunkt für die politische Entwicklung in Europa und weit darüber hinaus. Und wenn wir heute die Situation im Rückblick betrachten, könnte der Kontrast ja kaum größer sein. Mit dem Brexit, dem Gewürge um den Brexit, dem Aufstieg populistischer, nationalistischer und fremdenfeindlicher Bewegungen und Parteien in fast ganz Europa, vom Mittelmeer bis nach Osteuropa und Skandinavien, also auch in wohlhabenden Staaten. Man kann den Aufstieg des Rechtspopulismus eben nicht alleine aus sozioökonomischen Gründen erklären, sonst wäre kaum nachvollziehbar, weshalb nationalistisch fremdenfeindliche Parteien etwa in Finnland oder Schweden oder Dänemark 20% und mehr der Stimmen bekommen. Wir haben inzwischen weltweit und auch in der Europäischen Union einen Trend, den Viktor Orban auf den Begriff illiberale Demokratie gebracht hat, ein Oxymoron, nicht ein Widerspruch in sich, weil es gibt im eigentlichen Sinn keine Demokratie ohne liberale Freiheiten, ohne Bürgerrechte,
ohne politischen Pluralismus, ohne Gewaltenteilung, ohne Checks and Balances, ohne Minderheitenrechte. Aber in diesem Terminus drückt sich eine Entwicklung aus, die inzwischen zu einer doppelten Herausforderung für die liberale Demokratie in Europa geführt hat. Von außen durch zunehmend selbstbewusst auftretende autoritäre Mächte. Ich fand gerade sehr beeindruckend, was wir über China gehört haben. Und China ist eben nicht nur, und ich würde sogar sagen, nicht in erster Linie eine ökonomische Herausforderung. Es ist eine fundamentale politische Herausforderung, weil China zwei Eigenschaften miteinander kombiniert, die wir, also Liberale, liberal Denkende, lange für unvereinbar gehalten haben. Nämlich ein autoritäres Herrschaftssystem und eine tendenziell totale Kontrolle und Überwachung der Gesellschaft mit einem hohen Grad von ökonomischer Dynamik und Innovationsfähigkeit. China ist antiliberale Moderne, und zwar antiliberale Moderne auf Speed. Und das ist, sagen die große Herausforderung. Professor Felbermayr hat gestern Abend gefragt, ist China stabiler als offene Marktwirtschaften und liberale Demokratien? Vielleicht ist es dynamischer, hoffentlich nicht. Und das ist natürlich nicht nur eine Anfrage an China, sondern es ist eine Anfrage an uns selbst. Ob wir, die liberalen Demokratien, die Innovationsfähigkeit und die ökonomische Dynamik zurückgewinnen können, die uns tatsächlich auch wettbewerbsfähig macht in einer globalen Konkurrenz um Output-Legitimation. Wir stehen nicht nur, also liberale Demokratie kann sich nicht mehr nur durch Input-Legitimation, durch demokratische Wahlen und Beteiligungsverfahren begründen, sondern sie muss sich auch begründen und ihre weltweite Akzeptanz zurückgewinnen durch ihre Leistungsfähigkeit, ihre wirtschaftliche und soziale Leistungsfähigkeit. Wenn wir zurückblicken nochmal auf diese letzten 10, 15 Jahre, als die Entwicklung gekippt ist, und fragen, was ist passiert, dann waren es vor allem zwei symbolhafte Ereignisse, die als Kipppunkte oder als Katalysatoren dieser antiliberalen Regression gewirkt haben. Von dem einen habe ich schon kurz gesprochen, die Finanzkrise von 2008 folgende, und zwar in mehreren Dimensionen. Zum einen hat sie die strukturellen Widersprüche der Europäischen Union und vor allem des Euro bloßgelegt. Also die Zielkonflikte, in denen sich eine unvollendete und in sich widersprüchliche Konstruktion der Eurozone bewegt, mit einer gemeinsamen Währung, ohne eine wirkliche gemeinsame Finanz- und Wirtschaftspolitik und mit sehr heterogenen Mitgliedstaaten im Hinblick auf ihre ökonomische Leistungsfähigkeit. Das ist und bleibt ein struktureller Widerspruch, der da aufgebrochen ist. Und so sehr man heute sagen kann, diese Krise ist weitgehend ökonomisch und finanzwirtschaftlich überwunden, Irland, Portugal, Spanien, Griechenland sind wieder auf einem Wachstumspfad, so sehr hat sich doch in das europäische Gedächtnis eingegraben, die enormen Härten, die mit dem Sanierungs- und Konsolidierungskurs einhergingen,
mit einer krassen Verarmung großer Teile der Gesellschaften in den Krisenländern und der Erschütterung des Vertrauens darauf, dass es in freiheitlichen, marktwirtschaftlichen Gesellschaften auch gerecht zugeht. Ich glaube, dass 2008 eben doch ein tiefgehender Wendepunkt in dieser Hinsicht war, dass daraus in weiten Teilen der Öffentlichkeit der Eindruck entstand, einer tiefgehenden Asymmetrie oder einer Unwucht, man kann es sagen, einer Ungerechtigkeit, dass auf der einen Seite eine sagen, kleine Minderheit von Finanzmarktakteuren zunächst enorme Profite angehäuft hat und dann, als das Casino schief ging, sagen, die ganzen Gesellschaften in Haftung genommen wurden. Und aus dieser Krise resultiert auch im Hinblick auf die Europäische Union eine Spaltung, die bis heute sich fortsetzt in Gläubiger- und in Schuldnerländer. Das ist eine politische Konfliktachse, die sich in vieler Dimension bis heute in die europäischen Entscheidungsprozesse fortsetzt. Und ein zweites exemplarisches Ereignis, was diese populistischen Gegenbewegungen gegen die liberalen Eliten mit angefacht hat, war natürlich die große Flüchtlingsbewegung von 2015-16. Das war wahrscheinlich der entscheidende Auslöser für den Aufschwung von nationalistischen und fremdenfeindlichen Parteien in ganz Europa bis hin zu Auswirkungen auf den Brexit, weil damit der Eindruck vertieft wurde, der sich ohnehin schon durch die Finanzkrise festgesetzt hat, dass die Dinge aus dem Ruder laufen, dass die demokratischen Institutionen nicht mehr in der Lage sind zu steuern und die Prozesse zu gestalten, die unsere Gesellschaften dramatisch verändern. Das gilt im Hinblick auf Globalisierung und internationale Finanzmärkte, das gilt für globale Flucht und Migration, es gilt aber auch für digitale Revolution und für den Klimawandel. Und die Zustimmung zur liberalen Demokratie und zu den demokratischen Institutionen ist entscheidend von ihrer Fähigkeit abhängig, diese Prozesse zu gestalten, die die Lebenswirklichkeit unserer Gesellschaft prägen. Ja, Demokratie ist das Versprechen auf kollektive Handlungsfähigkeit. Und wenn das erschüttert wird, dann gibt es eine Legitimationskrise auch für demokratische Institutionen, und die können wir gegenwärtig erleben. Kontrollverlust ist ein zentrales Stichwort. Sie erinnern sich vielleicht, was die zentrale Parole war der Brexit-Kampagne in Großbritannien. Let's take back control. Ja, lass uns die Kontrolle zurückgewinnen über unsere Grenzen, über unsere Ökonomie. Und deshalb eben auch die Rückkehr zur nationalen Souveränität als dem höchsten Prinzip. Es gibt noch andere Faktoren, die mit zu dieser antiliberalen Gegenbewegung beigetragen haben. Ich will auf sie jetzt nicht groß eingehen. Dazu gehört auch die wachsende soziale Polarisierung in den allermeisten westlichen Gesellschaften. Die Bundesrepublik ist da im Vergleich noch eine Insel der Seligen. Aber wenn Sie etwa in die USA schauen, dort sind die Reallöhne für weiße Arbeiter seit 1979 um real etwa 1,9% gesunken.
Und fast der gesamte Vermögenszuwachs der letzten 20, 25 Jahre hat sich in den oberen 20% der Einkommenspyramide konzentriert und der allergrößte Teil in den oberen 1-2%. Das heißt, der Zusammenhang zwischen wirtschaftlichem Wachstum und Verbesserung der Lebenslage breiter Schichten der Bevölkerung ist zerrissen. Und das ist, sagen wir, für die Akzeptanz von Marktwirtschaften eine extrem kritische Entwicklung. Wenn Wachstum nicht mehr inklusiv funktioniert, also nicht mehr als Fahrstuhl für den Aufstieg, sozialen Aufstieg breiter Schichten, dann gerät auch diese Wirtschaftsform zunehmend unter Kritik und in die Defensive. Die positive Botschaft, wenn man bei dieser europäischen Diagnose bleibt, ist, dass der Brexit einen paradoxen Effekt ausgelöst hat, dass nämlich die Zustimmung zur Europäischen Union in den allermeisten Mitgliedsländern wieder steigt. Es gibt eine aktuelle Umfrage des European Council for Foreign Relations mit dem Meinungsforschungsinstitut YouGov. Auf die Frage, ist Ihnen die Zugehörigkeit zu Europa, also being European, ebenso wichtig wie Ihre Nationalität, antwortete eine Mehrheit in den meisten europäischen Staaten, zumindest eine relative Mehrheit, mit Ja. Und interessanterweise an der Spitze in Ungarn, wo 60% der Befragten Ja sagten, gefolgt von Rumänien und Polen. Also in den mitteleuropäischen Staaten, in denen die Demokratie durch antiliberale Entwicklungen zunehmend unter Druck ist, sieht offenbar eine Mehrheit der Bevölkerung in der Europäischen Union so etwas wie eine Garantiemacht, wie eine Rückversicherung für ihre demokratischen Rechte und Freiheiten. Und es gibt dort durchaus auch ein Bewusstsein für die Bedeutung, die die Europäische Union für die wirtschaftliche Entwicklung dieser Länder hat. Es gab 4 Staaten, in denen eine Mehrheit Nein antwortete, also wo sie sagt, nein, uns ist unsere nationale Identität deutlich wichtiger als die europäische Zugehörigkeit. Das waren Frankreich, Niederlande, Schweden und Dänemark. Also die verbreitete Vorstellung, sagen Westeuropa pro-europäisch und Mittelosteuropa eher europaskeptisch oder antieuropäisch, die stimmt nicht. Jedenfalls nicht, wenn man sagen die Gesellschaften, wenn man die Bevölkerung befragt. Aber wenn man genauer hinschaut bei diesen Befragungen, welches Europa wünscht sich die Mehrheit der europäischen Bürgerinnen und Bürger, dann glaubt in den meisten europäischen Ländern, EU-Ländern, eine mehr oder weniger große Mehrheit der Bevölkerung, dass die Mitgliedschaft in der Europäischen Union weniger einen erweiterten Schutz ihrer Interessen bedeutet, als eine Einschränkung der Handlungsmöglichkeiten ihrer Regierungen im Interesse ihrer Bürger zu handeln. Und eine weitere Einschränkung nationaler Souveränität zugunsten einer Verlagerung von Entscheidungskompetenzen auf die europäischen Institutionen wird überwiegend kritisch gesehen von der deutlichen Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger in Europa. Das gilt übrigens auch für die Bundesrepublik. Auf die Frage, ob man eine weitere Vertiefung der Europäischen Union in Richtung einer europäischen Föderation unterstützt, antworten in der Bundesrepublik nur 17% der Befragten mit Ja. Das ist weniger als noch vor ein paar Jahren.
Die Zeit der Nationalstaaten ist eben nicht vorbei. Das muss man nüchtern sehen. Weltweit gibt es eher eine Rückwendung zur nationalen Souveränität. Gilt dann eben auch für die Handelspolitik. Eine Erosion von Multilateralismus, von Selbstbindung an supranationale Vereinbarungen und Institutionen. Und ich glaube, das ist wesentlich auch eine Reaktion auf den Erfolg der Globalisierung, also auf das Ausmaß von globaler ökonomischer Integration, die wir in den letzten 30 Jahren gesehen haben. Sozusagen die Rückwendung zum Nationalstaat ist wohl für einen großen Teil der Menschen eine Art von Rückversicherung, ein Stabilitätsanker in Zeiten stürmischer Veränderungen. Welche Schlussfolgerungen ziehen wir daraus für die weitere Entwicklung der Europäischen Union zurück zu einem Europa der Vaterländer? Das wäre ein historischer Rückschritt. Angesichts der großen transnationalen Herausforderungen, Klimawandel, ökonomische Globalisierung, Flucht und Migration, braucht es offenkundig mehr an europäischer Zusammenarbeit und europäischer Integration und nicht weniger. Das war ja auch eine Schlussfolgerung eigentlich aus allen Vorträgen, die wir bisher gehört haben. Aber welche Art von vertiefter Zusammenarbeit, das ist die kritische Frage. Mehr Europa bedeutet eben nicht notwendigerweise eine stärkere Zentralisierung politischer Entscheidungskompetenzen in den europäischen Institutionen. Ich glaube, das ist die kritische Diskussion, die wir auch in der Bundesrepublik führen müssen und die in ganz Europa geführt wird. Es war aus meiner Sicht ein Irrtum, dem ich selbst auch eine Zeit lang anhing, die Finalität der Europäischen Union in Form eines europäischen Staates, eines europäischen Bundesstaates zu denken. Ich glaube inzwischen, oder ich bin überzeugt, dass die jetzige Konstruktion einer Doppelnatur der Europäischen Union als Union der Staaten und Union der Bürgerinnen und Bürger tatsächlich auf lange Zeit noch eine angemessene politische Verfassung für die Europäische Union ist. Die Union der Staaten, die sich vor allem darin ausdrückt, dass der Europäische Rat das zentrale politische Entscheidungsgremium ist. Und die Union der Bürgerinnen und Bürger, die sich in der wachsenden Bedeutung des Europäischen Parlaments manifestiert, eines direkt gewählten Europäischen Parlaments, das inzwischen doch in vielen Fragen auf Augenhöhe mit dem Europäischen Rat sich bewegt, wenn ihm auch die Kompetenz der Gesetzesinitiative fehlt. Also Europa als Mehrebenendemokratie denken, angefangen von einer starken kommunalen Selbstverwaltung über regionale Formen von politischer Willensbildung, Nationalstaaten bis hin zu europäischen Institutionen und die Europäische Union nicht als ein Gebilde zu denken, das in allen Fragen im Gleichschritt marschieren muss, sondern viel stärker als eine flexible Architektur, ein Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten. Wir haben heute ja bereits mit dem Euro oder mit der Schengen-Zone Coalitions of the Willing innerhalb der Europäischen Union, also Allianzen von Staaten, die gemeinsam vorangehen, den nächsten Schritt europäischer Integration gehen, den nächsten Schritt vertiefter Zusammenarbeit. Und ich glaube, dass man dieses Prinzip auch auf weitere große politische Themen anwenden sollte,
für die es im Prinzip eine große Zustimmung auch in der europäischen Bevölkerung gibt. Etwa für gemeinsame Klima- und Energiepolitik, für gemeinsame europäische Verteidigung oder auch für gemeinsame Flüchtlings- und Migrationspolitik. Dabei ist es nicht notwendig, dass man einen Konsens findet von allen 28. Es würde reichen, wenn sie etwa in der Flüchtlings- und Migrationspolitik 7, 8, 10 europäische Staaten zusammenfinden, die tatsächlich eine gemeinsame Flüchtlingspolitik praktizieren, einschließlich einer Umverteilung von Flüchtlingen und der entsprechenden Finanzierung, um damit eine positive Dynamik zu erzeugen für mehr europäische Kooperation und Integration. Ich glaube, dass ein neues Momentum für europäische Politik vor allem über solche Coalitions of the Willing innerhalb der Europäischen Union entstehen kann und muss. Europa ist seiner ganzen Geschichte und Kultur nach ein Kontinent der Vielfalt. Und europäische Einigung sollten wir viel stärker als Einheit in der Vielfalt denken. Vielfalt von Sprachen, auch eine Vielfalt von politischen Traditionen, eine Vielfalt von Kulturen und dennoch die Fähigkeit zum gemeinsamen Handeln. Weil wir nur durch Bündelung von Souveränitäten im gemeinsamen Handeln uns in einer stürmisch verändernden, globalisierten Welt als Europa werden behaupten können. Die Europäische Union wurde gegründet nicht auf der Furcht vor der Vergangenheit oder dem Wunsch, diese Vergangenheit zu überwinden, nämlich eine Vergangenheit von Nationalismus und Kriegen. Das trägt als Begründungsnarrativ für die Europäische Union heute nicht mehr, jedenfalls nicht mehr allein. Sondern wir brauchen zusätzliche Motive, um wieder neuen Schwung in europäische Integration und Zusammenarbeit zu bringen. Und das ist vor allem Gestaltung der Zukunft. Ob das Europas Rolle beim Übergang in eine klimafreundliche Ökonomie ist, was aus meiner Sicht vor allem ein großes Innovationsprojekt ist, oder ob das Europas Rolle im Welthandel ist, in der Verteidigung multilateraler Institutionen und Vereinbarungen, oder Europa auch als ein Garant von Sicherheit für Bürgerinnen und Bürger. Ich glaube, dass Macron einen Punkt hat, wenn er von einem Europa, das schützt, spricht. Und dann muss man darüber diskutieren, was Schutz eigentlich bedeutet. Eben nicht Abschottung und nicht Zementierung des Status quo. Also nicht wir antworten auf chinesischen Protektionismus oder amerikanischen Protektionismus mit europäischem Protektionismus, aber wir sind auch nicht naiv, wenn es darum geht, europäische Interessen zu schützen und zu verteidigen. Europa hat immer eine sehr janusköpfige Gestalt gehabt. Immer war ein tief ambivalenter Kontinent. Von Europa gingen die schlimmsten Entwicklungen im 20. Jahrhundert aus, Nationalsozialismus und Stalinismus. Also der größtmögliche denkbare, das größte denkbare Maß an Inhumanität. Und gleichzeitig ist Europa eben der Kontinent des Humanismus, der Aufklärung, der Menschenrechte, der Idee der liberalen Demokratie. Und ich glaube, dass wir uns darauf zurückbesinnen müssen und versuchen müssen, Europa wieder zu einem solchen Ort zu machen, der dann in die Welt
ausstrahlen kann. Vielen Dank.